Baumkohle die äußeren Blätter entfernen, den Strunk her ausschneiden und den ganzen Kopf in reichlich Salzwasser, 2 bis 3 Minuten kochen. 8 bis 10 große Blätter abtrennen und die Blattrippen einschneiden. Den restlichen Kohl anderweitig verarbeiten, Klammer auf, sie Rezepte Seite 95 oder Seite 96, Klammer zu. 2. Für die Füllung das Brötchen in lauwarmem Wasser einweichen. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Birnen schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen. Die Birnen in kleine Würfel schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Den Thymian waschen, dabei etwas für die Garnitur beiseite legen. Die restlichen Blättchen abzupfen. 3. Das Hackfleisch mit dem Ei, dem ausgedrückten Brötchen, den Birnen, der Hälfte der Zwiebeln und dem Thymian, gut verkneten. Mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Die Hackfleischmasse auf die Kohlblätter verteilen, die Seiten einschlagen und längs einrollen. Mit Holzspießchen niedriger Hitze zugedeckt etwa 40 Minuten schmoren lassen, B die Rouladen herausnehmen und warm halten. Den Schmorfond durch ein Sieb streichen und mit etwas Honig abschmecken. Die Rouladen mit der Soße beträufeln und mit frischem Thymian garniert servieren. Dazu schmecken Petersilienkartoffeln.